soll ich das machen? Wie soll ich das aushalten? Ja, wie soll er das nur alles aushalten? Der Peter Fischer, der arme Peter Fischer, seines Zeichens Präsident des Bundesligisten Fußball, Bundesligisten Eintracht Frankfurt. In diesem kurzen Ausschnitt ging es seinerzeit um mögliche Geisterspiele aufgrund von Pyrotechnik. Aber ist egal, es passte einfach gerade so wunderbar zu meinem Einstieg. Nun, es gibt ja Leute, meine Lieben, die flüchten sich dann vor dem Stress des Lebens in berauschende Substanzen. Und der Sohn von Peter Fischer, der muss augenscheinlich verdammt viel Stress haben in der Schule, wo auch immer, man weiß es nicht, denn er wurde dabei erwischt, wie er auf dem Schulhof mit einem Schulkameraden Kokain konsumierte. Und nun kommt's, das allein schon, aber der Junge ist 13 Jahre alt. 13 Jahre alt. Und es kommt noch besser, in Anführungsstrichen, das Kokain soll er von zu Hause mitgebracht haben. Und so gab es nun eine Razzia. Bereits am letzten Dienstag ist aber heute erst rausgekommen bei Eintracht-Präsident Peter Fischer. Nun könntet ihr fragen, wieso berichtet ihr beim Deutschlandkurier dann plötzlich über einen Fußballpräsidenten? Nun, ganz einfach, Peter Fischer hat sich im Laufe seiner Karriere immer wieder einmal politisch geäußert. Zum Beispiel im Jahr 2017, da sagte er, es verträgt sich nicht mit unserer Satzung, also der Satzung von Eintracht Frankfurt, AfD zu wählen. Es kann niemand bei uns Mitglied sein, der diese Partei wählt, in der es rassistische und menschenverachtende Tendenzen gibt. Ja, erst einmal inhaltlich eine Sauerei, hat mit den Fakten nichts zu tun, aber auch ein merkwürdiges Demokratieverständnis hat der Fischer hier wieder einmal an den Tag gelegt. Ich hab keinen Bock, mir die Scheiße anzuhören. Merkst du das? Unabhängig von seiner politischen Einstellung, weiß ich nicht, ob der Fischer so ganz koscher ist. Ich habe da in meiner Recherche etwas gefunden, und zwar aus dem Spiegel im Jahr 2009. Schlechte Zeiten für Peter Fischer. Nach Spiegelinformationen muss sich der Präsident von Eintracht Frankfurt vor Gericht verantworten. Er soll als Geschäftsführer einer Firma Anleger getäuscht haben. Auch sein Verein soll noch auf Zahlungen eines Unternehmens warten, in dem Fischer tätig war. Das war bereits 2009. Dennoch ist er heute immer noch Präsident von Eintracht Frankfurt. Nun, die Jungs in Frankfurt müssen wissen, was sie tun. Und wenn du noch einmal Nein sagst, lass ich dich jetzt hier rausschmeißen, okay? Kommen wir zurück zu den Anschuldigungen, zurück zu der Razzia. Also es wird ermittelt gegen Vater, Mutter und Sohn. Am vergangenen Dienstag um 6 Uhr morgens bretterten 6 Polizeiwagen zum privaten Anwesen vom Fischer im Frankfurter Westend. Diese Wohnung bewohnt er mit seinen beiden Söhnen. Sichergestellt sollen sein kleine Mengen Marihuana, okay, und weiße Rückstände. Beschuldigt sollen die Erwachsenen im Hause Fischer sein, also Vater Peter und der ältere Sohn. Ermittelt wegen Drogenbesitz wird sowohl gegen Fischer als auch gegen einen Sohn und die Mutter. Gut, der eine Sohn, 13 Jahre alt, nicht strafmündig, müssen wir ändern. Jetzt nicht für diesen Fall, ne? Ist aber, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, um wen es da geht. Gegen welche Leute. Oder, naja, ihr wisst es schon. Fischer selbst ist bislang nicht vorbestraft. Aber sein Sohn, der ältere Sohn, nicht der 13-Jährige, gegen den wurde schon diverse Male ermittelt. Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. War da nicht auch mal irgendwie so eine Antifa-Geschichte? Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe noch einen schönen Ausschnitt gefunden, wo man sagen kann, Karma, Peterle, Karma. Wenn ein Vorhang fällt, hallo, 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 ihr glaubt zwar, dass wir euch nicht erwischen, aber das ist nicht mehr so. Peter Fischer selbst hat sich zu dem Fall bislang nicht geäußert. Wir bleiben dran. Haut rein, macht weiter und bis später.